So, ich stehe hier gerade vor der Domkellerei in Bardewig. Und das Ganze nicht ohne Grund, denn es gibt ein neues Bier auf dem Markt. Und zwar handelt es sich dabei um Lüpi. Lüpi läuft, Lüpi säuft. Es soll natürlich erinnern an das Lüneburger Pilsener, was mittlerweile schon längst in Hamburg gebraut wird. Und dass es auch nur noch vom Fass gibt, das wurde nämlich auch mal mit Lüpi abgekürzt. Jetzt gibt es nochmal ein neues Lüpi, gebraut exklusiv für die Domkellerei in Bardowick. Das heißt, man kann es nirgendwo anders käuflich erwerben. So, eigentlich heißt es ja kein Bier vor vier, aber gut, dass man nicht weiß, wann ich das Video aufgenommen habe, nicht wahr? Oh, Scheiße, meine Nachbarin. Guten Morgen, Frau Vogt. Ja, nun. Alles klar. Diesmal nicht in der Bügelflasche, wie man das Lüneburger Pilsener gewohnt ist. Ich habe mich im Vorfeld schon schlau gemacht. Das Ganze wird gebraut in Braunschweig bei der Wolters Brauerei. Die kenne ich eigentlich auch mal von. Ja, die machen eigentlich immer ganz gutes Bier. Habe ich auch schon ein paar Mal getrunken. Und dann wollen wir mal gucken, wie das so mit dem neuen Lüpi aussieht. Ja, er steht auf jeden Fall da, herb und würzig. Hoffen wir, dass es auch tatsächlich so ist. Zu teuer ist es auf jeden Fall nicht. Und ich werde es jetzt einfach mal probieren. Kronkorken unbedruckt. Finde ich ein bisschen schade für alle Kronkorkensammler. Aber ich mache da auch nicht jeden Scheiß mit. So, dann sage ich Prost. Dann wollen wir das gute Gesöff mal probieren. Lüpi. Ja, das schmeckt an sich ganz lecker. Könnte doch noch ein bisschen herber sein. Ist auf jeden Fall keine laffe Brühe. Sehr, sehr süffig. Kommt vielleicht ein bisschen süßlich im Nachgeschmack. Aber das ist jetzt nicht unbedingt so negativ. Zusammenfassend kann ich sagen, für einen guten Kurs, ein ordentliches Bier. Könnte vielleicht auch sogar in den Lüneburger Kneipen vielleicht auch mal zu finden sein, man weiß es nicht. Knüpft auf jeden Fall sehr schön an den Lüpi-Kult an, nicht wahr? Gebraut in Braunschweig, abgefüllt für Bardowick und heißt Lüneburger Pilsener. Kurz Lüpi. Ja, kann man sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Würde ich wieder kaufen. Auf jeden Fall ist ein sehr, sehr leckeres Bier. Ja, also wer es auch mal trinken will, einfach ab zur Domkellerei im Bardowick und sich einfach mal einen Sechserträger zum Testen kaufen. Könnte nicht viel falsch machen. Also dann, zum Wohle!